Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. In diesem Video ja möchte ich meine Erfahrungen zum Thema Energievertrieb mit dir teilen und werde dir auch ein paar Tipps geben ja für mehr Erfolg in diesem Bereich. Wenn dich das Ganze interessiert, bleib jetzt dran und ja, lass uns loslegen. Okay, also wie gesagt, geht ums Thema Energievertrieb und meine Erfahrungen dazu. Ich habe dazu auf meinem Blog, auf meiner Webseite oliverschirmer.de einen Blogartikel erstellt. Kannst du dort noch mal ausführlich nachlesen. Ich möchte in diesem Video deswegen nicht auf jede Einzelheit eingehen, aber auf ein paar Punkte, die mir in dem Bereich super wichtig sind. Wie bin ich damals zum Vertrieb im Energiesegment, im Energiebereich gekommen? Es war einfach so, dass ich Ende 2018 für mich ja nochmal die Weichen neu stellen wollte. Wollte mich nochmal neu ausrichten und habe eben nach einem ja Network-Marketing-Unternehmen gesucht, welches, ja, ich sag mal, aus dem Gröbsten raus ist, welches die Anfangsschwierigkeiten überstanden hat. Habe einen Markt gesucht, wo ich ein langfristiges Geschäft, wo ich eine langfristige große Struktur aufbauen kann und habe dann dementsprechend im Energiebereich quasi jetzt die Heimat dementsprechend gefunden, konnte dann jetzt innerhalb von nicht mal 13 Monaten dort auch weit mehr als 100 direkte Vertriebspartner dann rekrutieren. Ich wollte, wie gesagt, keine Experimente mehr. Ich wollte eine Firma, die auf ja, finanziell soliden Beinen steht, und ich wollte eben halt die Grundlage haben, eine langfristig eben eine große Struktur eben aufbauen zu können. Und das alles in allem habe ich dann, dazu muss natürlich auch der Markt passen, ja, der muss das Ganze natürlich auch langfristig dann hergeben, und das habe ich alles dann eben im Energievertrieb gefunden und hier speziell mit dem Marktführer in der Vermittlung von Strom, Gas und Wärmeverträgen. Und ja, das so viel dazu, wie kam es dann überhaupt zum Energievertrieb. Der Energievertrieb war mir natürlich nicht fremd, ich wusste aber nicht genau, ob es in diesem Bereich dann halt eben auch ja quasi Unternehmen gibt, die ja den Vertriebsweg Network Marketing, Multilevel Marketing dementsprechend ja auch abdecken, und war dann auch sehr froh, dort dann eben eine Lösung gefunden zu haben. Und ja, das Schöne am Energievertrieb ist einfach, obwohl die Liberalisierung des Energiemarkts, obwohl ja die Öffnung quasi schon ja eine ganze Weile zurückliegt, ist der Markt aus meiner Sicht doch noch erstaunlich unbearbeitet und ja, ist für mich einer der lukrativsten Märkte überhaupt, in dem man sein Geschäft auch starten kann. Das Erstaunliche ist, obwohl das man jeden Tag quasi ja in den Medien lesen kann, dass sich die Strom-, die Gaspreise, dass sich die Energiepreise im Allgemeinen nach oben entwickeln, obwohl das eigentlich eine bekannte Tatsache ist, ist es doch so, dass erstaunlich wenige Menschen ja in diesem Bereich ja quasi wechseln. Und das liegt halt zum einen daran, ich kann dir da auch mal gerne ein paar Zahlen geben, von 40 Millionen Haushalten in 2017 haben rund 4 Millionen ihren Stromanbieter gewechselt. Bei 12,4 Millionen Haushalten, die mit Gas versorgt werden, haben rund 1,1 Millionen Haushalte ihren Gasanbieter gewechselt. Das heißt, du siehst, hier ist ein richtig großer unbearbeiteter Markt, der darauf wartet, bearbeitet zu werden. Und diese Zahlen, die sind nicht von mir, sondern die sind von Statista.de. Auf dem Blog habe ich alles verlinkt, kannst du auch nochmal nachlesen. Warum wechseln jetzt aber so viele? Das liegt aus meiner Sicht einfach daran, dass viele mit der Anzahl der Anbieter einfach quasi überfordert sind und einfach nicht genau wissen, wenn ich jetzt wechsle, habe ich da auch die richtige Entscheidung getroffen. Und bei vielen ist es natürlich auch die Bequemheit, weil sonst lässt sich es eigentlich einfach nicht erklären, warum man mit einer Sache, die man relativ schnell und einfach machen kann und dabei auch noch mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen kann, warum man das sonst nicht macht, ja. Und gerade einfach mal dazu ein paar Zahlen. Es gibt rund 1300 Stromlieferanten.
914 Netzbetreiber, folglich auch genauso viele unterschiedliche Netznutzungsentgelte. Du siehst, das Ganze ist auch relativ unübersichtlich. Wie kann man jetzt dann einen guten Anbieter von einem schlechten Anbieter unterscheiden? Im Gasmarkt ähnliches Bild, 980 Gaslieferanten und 729 Gasnetzbetreiber laut Statista. Und das sind eben Dinge, die einfach dazu führen, dass die Menschen einfach sich nicht ganz sicher sind, ob der Wechsel, den sie dann auch machen, tatsächlich der richtige ist. Man will sich natürlich da auch nicht mit auseinandersetzen. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine super Dienstleistung mit einem großen brachliegenden Potenzial an Kunden und Vertriebspartnern. Es besteht eben akuter Beratungs- und Handlungsbedarf. Lass mich ganz kurz auf die Produkte eingehen. Produkte Strom, Gas, Wärme. Jeder, der diese Produkte nutzt, der weiß, was es ist. Der kennt diese Produkte bereits. Das heißt, du hast kaum großen Erklärungsbedarf. Die Produkte sind nicht großartig erklärungsbedürftig, was dazu führt, dass du halt pro Kundenkontakt sehr, sehr wenig Zeitaufwand hast, ja. Und dazu natürlich auch noch lukrative Provisionen. Und das macht das Ganze auch so attraktiv. Die administrativen Tätigkeiten, die sind, die verschwinden auf ein Minimaß oder auf ein Mindestmaß. Verträge zum Beispiel können in meinem Partnerunternehmen paperless unterschrieben werden, eingereicht werden und damit ist die Sache dann auch im Großen und Ganzen erledigt, außer es wäre mal irgendwie noch was nachzuarbeiten, was in den seltensten Fällen der Fall ist. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit, sich auf das zu konzentrieren, was der Verkäufer und was der Networker halt eben auch möchte, nämlich sich auf Marketing, Verkauf und Networking halt einfach zu fokussieren und nicht den halben Tag im Büro zu verbringen, Angebote zu erstellen etc. In meinem Blogartikel zeige ich dir auch noch 7 weitere Gründe, warum sich ein Einstieg gerade jetzt im Energievertrieb lohnt. Also wenn du da mit dem Gedanken spielst, besuch den Blogartikel. Ich verlinke den unterhalb des Videos und wenn du das jetzt hier auf dem Blog siehst, einfach unterhalb des Videos den Artikel durchlesen, beziehungsweise das Video dann halt auch anschauen. Ja, und dann ist auch immer so eine Sache, kann jeder in dem Bereich erfolgreich werden? Im Prinzip von der Theorie her ist es grundsätzlich für jedermann möglich. Es ist für jeden auch geeignet. Es gibt keine großen Einstiegshürden. Du hast keinen großen Kapitalbedarf, den du investieren musst, um an den Start zu gehen. Du kannst eben sofort loslegen, dein Business in aus meiner Sicht einen der spannendsten Märkte eben halt zu starten. Theoretisch kann es also jeder. In der Praxis ist es halt aber nicht so. Das ist wie überall in jedem unternehmerisch in jeder unternehmerischen Tätigkeit musst du halt ein bestimmtes Maß an Grundvoraussetzungen einfach mitbringen, ja. Und das Hauptproblem, wo ich da immer erlebe bei den Menschen, ist, dass man es nicht lernen kann, sondern die Menschen stehen sich da oft selbst im Wege, weil ob du es glaubst oder nicht, es gibt Menschen, die schaffen es nicht mal, ja, ihre eigenen Energieverträge auf sich umzustellen. Klar sind die wenigsten, aber es gibt es, ja, und da sieht man natürlich auch schon kann man sehr gut einfach daran erkennen, wie manche Menschen sich eben halt selbst im Weg stehen. Und deswegen ist der Schlüssel zum Erfolg nicht nur im Energievertrieb, sondern ja in jedem anderen Vertrieb, auch in jeder anderen unternehmerischen Tätigkeit, auch das eigene Mindset, die eigene Einstellung zu der Sache. Ich sage es immer ganz klar, Halbherzigkeit führt zu nichts. Ja, wer halbherzig an die Sache rangeht, der kann im Prinzip das Ganze auch gleich sein lassen. Egal, ob man die Tätigkeit nebenberuflich oder hauptberuflich ausübt. Ja, es geht letzten Endes darum, 100% in die Sache einzubringen, 100% Engagement, ja, und sich 100% dann auch auf diese Sache zu fokussieren. Nur dann hat man eine Chance auf Erfolg, weil die Menschen merken das, ob man halbherzig bei einer Sache dabei ist oder ob man eben halt sein Herzblut da voll und ganz reingibt. Und deswegen solltest du, bevor du
über ein Engagement im Energievertrieb nachdenkst, dir grundsätzlich einfach mal ein paar Fragen stellen, um einfach zu testen, ob du die richtige geschäftliche Einstellung halt einfach mitbringst. Und zum einen wäre das zum Beispiel, dass du dich einfach mal fragst, nutzt du selbst Strom, Gas, Wärme? Vermutlich ist die Antwort ja. Und wenn dem so ist, bist du auch tatsächlich bereit, als Vorbild voranzugehen und deine eigenen Energieverträge, dein eigenes Konsumverhalten quasi auf dich eben umzustellen und das Ganze zu optimieren. Wenn du ja das Ganze online aufbauen willst, wenn du Online-Marketing betreiben willst, ja, dann muss man auch eben bereit sein, ein kleines bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um die entsprechende Software zu nutzen. In unserem Fall brauchst du dazu ca. 50 Euro monatlich, einfach um die entsprechende Software einfach zu investieren, damit du unser Marketing-System halt eben nutzen kannst. Dann hast du genug Zeit, ja? Bist du bereit, 5 bis 10 Stunden die Woche 100% fokussiert für den Aufbau deiner Struktur zu verwenden? Ja, hast du diese Zeit, kannst du diese Zeit freischaufeln? Bist du nicht bereit, diese Zeit zu investieren? Macht es aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, über ein Engagement im Energievertrieb nachzudenken. Das ist einfach so. Dann ist das Thema Lernbereitschaft. Bist du bereit, ja, Tipps von deiner Ableihen, von deinem Geschäftspartner eben anzunehmen, diese auch umzusetzen, ja, ohne jetzt das Rad ständig neu erfinden zu wollen. Ja, weil da scheitern viele dran, die wollen das Rad immer neu erfinden, anstatt diese Dinge zu nutzen, die bereits schon seit Jahren sehr gute Ergebnisse bringen. Bist du jemand, der Problemlöser ist, oder bist du so ein problemorientierter Mensch, der zu jeder Lösung ein Problem sucht? Ja, auch hier unternehmerische Tätigkeit erfordert lösungsorientiertes Denken. Es erfordert nicht, dass dich jemand ständig an die Hand nehmen muss. Klar, eine Einarbeit ist alles kein Thema, gehört dazu. Ja, ist für mich eine Grundvoraussetzung. Ja, ist eigentlich gar nicht weiter wert, darüber zu sprechen, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber dennoch kann es nicht sein, dass in einer unternehmerischen Tätigkeit jemand dich tagtäglich danach fragen muss, was du heute tust, ja, sondern du bist der Unternehmer in deinem Unternehmen und dementsprechend auch verantwortlich für deine Ergebnisse. Und wenn mal ein Problem auftaucht, ist es keine unternehmerische Glanzleistung, dann die Flinte ins Korn zu werfen, zu sagen, ich bekomme keine Unterstützung, das funktioniert nicht, sondern ja, sich einfach dran zu setzen und eine Lösung zu entwickeln, ja, eine eigene Lösung dafür zu suchen. Das sind für mich die wichtigsten Punkte, ja, überhaupt, die du mitbringen musst. Dann ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist das Thema Fokus. Ich bin felsenfester Überzeugung, dass die Menschen in Zukunft zu den Gewinnern gehören, die es wirklich schaffen, ja, in dieser Reizüberflutung sich 100% auf eine Sache zu fokussieren. Zeig mir einen erfolgreichen Menschen, ja, beziehungsweise anders, jeder erfolgreiche Mensch im Network Marketing, ja, der hat sein Unternehmen über viele, 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 viele Jahre kontinuierlich aufgebaut und sich darauf fokussiert, ja. Schau dir die Topverdiener in der Branche an, da ist jeder in seinem Unternehmen fokussiert, ja, und macht nicht 5, 10, 15 Dinge nebenbei, sondern ist wirklich fokussiert auf den Aufbau seines Geschäfts und seiner Struktur und geht halt hier auch als Vorbild voran. Und gerade in der heutigen Zeit, wo du jeden Tag neue Möglichkeiten, neue Chancen gezeigt bekommst, wird derjenige aus meiner Sicht der Gewinner sein, der es wirklich schafft, diese ganzen Störfaktoren, diese ganzen Ablenkungen einfach zu ignorieren, auszublenden und sich 100% auf den Aufbau seines Geschäfts eben halt zu fokussieren. Und dann ist natürlich auch immer ganz wichtig, gerade im Network Marketing, die Vorbildfunktion. Bin ich bereit, die Dinge selbst zu tun, ja, die ich von meinen Partnern, von meinen zukünftigen Partnern erwarte, diese selbst zu machen, ja. So, und jetzt solltest du möglichst viele Ja's als Antwort auf diese Fragen dir selbst gegeben haben, weil dann ist es, dann macht es für dich Sinn, über einen Einstieg im Energievertrieb eben halt nachzudenken. Dazu, wenn das für dich jetzt eine Option ist, ja, habe ich dir ebenfalls in diesem Artikel nochmal ein Video bereitgestellt, wo ich dir meine 5 Tipps verrate, die du einsetzen solltest, um erfolgreich im Energievertrieb zu sein. Auch eine Frage immer so
nach dem Thema Provision kann man Vollzeiteinkommen dementsprechend erzielen, auch schon im ersten Monat. Auch hier theoretisch ist das alles sicherlich möglich. Allerdings ist oft die Frage, die sich da dahinter verbirgt, beziehungsweise die Einstellung, die sich da dahinter verbirgt, ist aus meiner Sicht die falsche, weil es geht nicht darum, ob du im ersten Monat ein gutes Einkommen erzielen kannst, sondern es geht darum, dass du dir hier ein langfristig lukratives Geschäft aufbauen kannst. Kein Mensch, der heute ein Geschäft aufbaut, der erwartet oder beziehungsweise der würde es in Frage stellen, wenn es im ersten Monat oder im zweiten oder im dritten Monat nicht so läuft, sondern der würde weiter an seiner Vision, an seinen Plan weiter festhalten, würde weiter arbeiten und zwar so lange, ja, bis er sein Ziel erreicht hat. Ja, so geht in der Regel der Unternehmer vor und im Network Marketing ist es ähnlich. Ja, gib dir die Zeit, 1, 2, 3 Jahre langfristig auch dein Geschäft aufzubauen, dass du auch die Möglichkeit hast, auf einem stabilen Fundament das Ganze aufzubauen. Natürlich ist es von den Provisionshöhen her möglich, von deinem eigenen Engagement, von deinem eigenen Fleiß, von deiner Disziplin her ist es möglich, ein Vollzeiteinkommen schon im ersten Monat zu erzielen. Aber auch dazu habe ich dir ein Video in den Blogartikel nochmal mit reingepackt, wo du das einfach nochmal ansehen kannst, dass das Ganze möglich ist. Aber letzten Endes wird es halt auch nur für den möglich sein, der halt die richtigen Tugenden mit an den Start bringt. Das ist Disziplin, das ist Ausdauer, das ist Fleiß. Das geht darum, die richtigen Aktivitäten dann halt auch dementsprechend zu tun. Was möglich ist, möchte ich dir eben dann halt, da würde ich dich gerne auf den Blogartikel verweisen. Dort habe ich dir auch ein paar Berechnungsbeispiele ja mit dazu genommen. Und du siehst, du kannst also von mehreren hundert bis mehreren 10.000, 100.000 Euro im Monat in diesem Bereich verdienen. Also, lass mich kurz zusammenfassen. Sehr, sehr wenige Menschen, die ihren Stromanbieter oder ihren Gasanbieter jährlich wechseln. Das zeigt, der Markt ist riesig. Ja, und wartet eigentlich darauf, richtig bearbeitet zu werden. Das Geschäftsmodell ist mehr als einfach. Du stellst dein eigenes Konsumverhalten um, sparst dabei Geld, ja, verdienst dabei die ersten Provisionen und hilfst anderen Menschen dabei, dies ebenfalls zu tun. Und das ist eben eine Win-Win-Situation, sowohl für dich als Vermittler, für deine Kunden, aber auch für dein Partnerunternehmen, ja. Dadurch, dass das Geschäftsmodell so einfach ist, dass du nicht erst deinen Kunden, ich sag mal, dass du von deinen Kunden kein Geld willst, ja, indem du etwas verkaufst, sondern dass du den Menschen sogar noch Geld ins Haus bringst, sorgt einfach dafür, dass du eine hohe Weiterempfehlungsquote hast, dass du ja eine hohe Kundenbindung hast, dass du einen leichteren Zugang ja zu neuen Kunden hast. Das heißt nicht, dass dir die gebratenen Tauben in den Mund fallen, ja, sondern man muss natürlich auch hier in diesem Segment ja seine tagtäglichen Aktivitäten, den Alltag tun, ja, und aber nichtsdestotrotz hast du ja dann hier eine schöne Art zu arbeiten, weil deine Weiterempfehlungsquote ja sehr gut ist, weil du eine hohe Kundenbindung hast und eben einen leichten Zugang ja zu neuen Kunden findest. Des Weiteren haben wir in vielen Tarifen Folgeprovisionen. Das heißt, du verdienst nicht nur einmalig, sondern auch auf Dauer kannst dir aus deinem eigenen Geschäft heraus, aus deinem eigenen Umsatz heraus ja eine attraktive Folgeprovision aufbauen, ein passives Einkommen. Dazu gibt es natürlich Differenzprovisionen aus deinem Team, sodass du bis in die unendliche Tiefe in unserem Partnerunternehmen an den Aktivitäten, an den Umsätzen deiner Struktur quasi mit partizipierst. Und so kannst du dir halt von Anfang an ein lukratives, ein passives Einkommen aufbauen. Du kannst heute beginnen, dir eine lebenslange Rente aufzubauen, von der du schon heute profitieren kannst und nicht erst, wenn du in Rente gehst. Falls das Ganze jetzt für dich interessant sein sollte, schau dir doch unterhalb des Videos den Blogartikel an. Klick entweder auf den Link oder wenn du es hier auf dem Blog siehst, schau dir das Ganze durch. Mich würde auch deine Erfahrungen zum Thema interessieren. Hinterlass mir gerne einen Kommentar. Natürlich auch deine Fragen. Freue mich da immer sehr drüber, von dir zu hören. Falls das Ganze für dich hilfreich war, teile es doch gerne auch mit deinem Netzwerk. Man weiß nie, für wen die Infos interessant sein können. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Bis dahin alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.